Oh, da bin ich, da muss ich. Hallo. YouTube, hi. Halt dein Maul, Tassilo. Und jetzt wollen wir ein Interview machen. Und wie geht's euch in Team Fox heute Abend? Ja. Ich feier dich hart. Machen Sie neue Videos, wir erwarten neue Videos, die Fans. Hallo? Ja? Was wollen Sie? Ein neues Video haben. Neues Video. Teil. Der Junge. Nicht filmen hier. Der Junge ist. Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Team Fox. Ich bin gerade auf dem Weg zum Jutsu und direkt wieder diese drei Trainings leiten, die ich euch letztes Mal erzählt habe. Ja, dann sehe ich auch gleich Nala wieder. So, jetzt bin ich bei Nala und wir sitzen gerade vor dem Jutsu. Wir müssen gleich drei Trainings leiten, oder beziehungsweise zwei Trainings leiten. Beim dritten bist du ja nicht dabei, oder? Nee, ich gehe davon. Ja, ich kann euch zwei Trainings zeigen. Beim ersten Training kommt direkt Nick auch gleich vorbei, direkt nach der Schule. Also unsere Routine ist einfach, ich stehe morgens auf, mache alles mögliche, gehe in die Schule, klaue Nick seine GoPro, damit ich heute den Vlog machen kann. Und dann treffen, also er hat dann noch mit der Schule, er geht dann direkt zu sich nach Hause, ist dann noch alles mögliche und dann geht er wieder in die Schule rein. Wer ist das, Alter? Ich habe hier die ganze Vogel. Okay, ist da ein Vogel. Auf jeden Fall, so lange sind wir beide halt zu Hause, er war halt beim Friseur, ich war halt zu Hause, hab dort ein bisschen gegessen, alles mögliche, aber hast du noch irgendwas zu sagen? Wir gönnen uns jetzt gleich das Training und dann hoffentlich passieren wieder so geile Sachen wie letztes Mal, durch 60 Roll und so, macht er heute. Genau, ich werde es heute auf jeden Fall ziemlich oft probieren, gleich in der Petershausener Halle und in der Jutsu Halle hier drin. Auf jeden Fall, ja, wir sind ja offiziell jetzt Trainer und das haben wir ja im letzten Video auch gesagt, aber ihr habt keine Ahnung, wie das Gefühl ist, ein Trainer zu sein, denn in der Halle haben wir früher trainiert und jetzt sind wir selbst Trainer und sind diejenigen, die jetzt dort trainieren. Ja, es fühlt sich komisch an, 4 Jahre sind so schnell vergangen, es fühlt sich an, als wären wir irgendwie gestern noch in der Halle gewesen und haben mit unserem Trainer trainiert. Auf jeden Fall, ja, krass Gefühl, aber ja. Das ist richtig geil, weißt du, so immer so, man kann auch so Sachen widerspiegeln, so von früher, wenn man so denkt, so früher hat man so gedacht, so ja toll, jetzt machen wir das und das, aber jetzt bemerkt man wirklich, das ist eigentlich voll wichtig, weil insgesamt machen wir jetzt auch und wir verstehen es auch insgesamt, ja, voll auf insgesamt. Wir haben halt voll viele Sachen früher gemacht, die wir halt nicht so mochten und dann haben wir jetzt so gedacht, so ja toll, jetzt haben wir das und das gemacht und was bringt uns das, aber jetzt bemerken wir richtig, wofür das ist und dass wir das eigentlich machen müssen und das ist mega cool. Früher war das halt immer so, wir kamen ins Training und haben direkt mit Saltos angefangen. Scheiß mal aufwärmen, direkt mit Saltos angefangen. Und jetzt merkt man, dass es einfach dumm war. Unser Trainer hat ständig gesagt, wärmt euch auf, macht die Basics, macht das alles mögliche und macht dann erst Saltos. Nee, nee, wir sind aufgewärmt, ja, wir sind gerade Fahrrad gefahren. Das waren unsere Antworten. Und ich habe dann eine Zeit lang ziemlich starke Knieschmerzen gehabt. Ich bin dann zum Arzt gegangen, er meinte so, ja, zu krasse Belastung auf den Knien. Genau, und das war halt genau das, weil ich die Saltos falsch gelandet bin. Jetzt lande ich die Saltos so safe, dass ich mich halt gar nicht mehr verletzen kann. Also klar, ich kann mich verletzen, aber halt ziemlich wenig.
Und in letzter Zeit machen auch Basics viel mehr Spaß als im Flip oder so. Ja. Natürlich ist es cool, dass man kann. Natürlich ist es richtig geil, wenn man einen neuen Flip lernt und man so voll gehypt ist vom Flip. Aber Basics sind Sachen, die sind auch schwer zu lernen. Aber wenn man die lernt, dann kommt man viel leichter in Saltos rein, weil man einfach die Technik vom Absprung, vom Schwung allgemein, das ist viel besser, wenn man mit den Basics anfängt und dann erst zu den Flips geht, als wenn man gleich wie wir mit den Flips anfängt. Auf jeden Fall auf dem Weg hierher habe ich noch einen netten Kumpel von mir getroffen, mit dem wir uns halt noch ein bisschen über Kameras alles mögliche unterhalten haben. Tristan, Grüße gehen an dich raus. Auf jeden Fall, sein Vater hat die 80D, ich werde die dann in der nächsten Zeit dann mal ausprobieren, wie die ist, weil wir wollen unbedingt bessere Qualität für euch rausbringen und deswegen werden wir uns auch bald die 5D Mark II kaufen. Jetzt ist es raus, aber ja, dann haben wir endlich eine geilere Qualität und dann können wir euch auch viel geilere Videos einbringen und das war ja eigentlich unser Ziel, deswegen war unsere Info auch so voll lustig. Ja, hey, wir sind Parkour Freerunner und von uns werden so richtig aufwendige Videos kommen. Das war ja halt genau das gemeint. Wir haben langsam angefangen, jetzt haben wir gemerkt, ja, euch gefallen unsere Videos und genau deswegen werden wir uns eine geilere Kamera holen und richtig abgehen. Auf die so passt auf die Matten, dann Wolle und dann irgendwie Flugrolle auf die Matten oder so. Okay, wir machen mal, wir können entscheiden, was wir brauchen. Auf jeden Fall, Leute, das ist unser Geräteraum. Unser Geräteraum. Unser Geräteraum. Wir bauen jetzt auf und dann trainiert. Hä? Trainiert. Ja. Trainiert. Scheiße gemacht. Ja. Ey, zieh sie raus, wenn du so weitermachst. Fängt schon mal gut an. So, jetzt sind wir auf jeden Fall haben wir das erste und das zweite Training überstanden. Wir sind eigentlich komplett am Arsch, aber trotzdem gehen wir jetzt einfach weiter zum dritten Training. Wir laufen jetzt einfach alle, weil jeder nicht ein Longboard und Fahrrad mit dabei hat. Ich habe sogar Christian mein Longboard gegeben, weil ich so korrekt bin. Cool. Er fährt da schön mit seinem Longboard. Auf jeden Fall, ich weiß, das Licht ist gerade kacke und es ist ein bisschen verpixelt. Aber wir können nichts für, wir können jetzt nicht einfach die Sonne herholen. Also, außerdem fängt jetzt langsam der Winter an. Das sind doch. Auf jeden Fall, Nana und ich haben ja vorher schon erzählt, dass wir geplant haben, eine neue Kamera zu holen. Also ihr könnt natürlich mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben und falls ihr findet, dass eine andere Kamera sogar besser wäre, vielleicht so eine 4K-Camcorder, dann könnt, oder generell die Leute, die sich unter euch vielleicht mit Kameras alles möglich auskennen, könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben und darüber können wir dann einfach diskutieren. Also schreibt uns unbedingt mal ein paar Sachen unten in die Kommentare, damit wir einfach mal lesen können und einfach uns schlauer machen können, weil wir haben wirklich fast keine Ahnung über Kameras, außer Nadav, weil er hat ja so eine 700D, aber mit der gut filmen geht jetzt auch nicht wegen mit 30 FPS, aber deswegen filmen wir ja auch mit ein paar anderen Sachen. Auf jeden Fall, falls ihr eine gute Kamera kennt, das schreibt es unbedingt unten in die Kommentare, oder? Ja. Ja.